Schönen guten Tag, Freunde des guten Modegeschmacks und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und in diesem Video, meine Freunde, reacten wir auf ein paar Hype-Beast, Leute, auf ein paar Hype-Beaster, Hype-Beast, nennt ihr wie ihr wollt. Auf jeden Fall, der erste kam richtig krass an mit Ömer und in diesem Video ist Ömer leider nicht dabei. Auf jeden Fall habe ich einen Special Guest und den Special Guest begrüßen wir mal ganz lieb. Hier ist Ilya, meine Freunde. Was geht, Bro? Ja, alles klar. Auf jeden Fall, danke schön, dass Ilya dabei ist. Danke auf jeden Fall, dass du gekommen bist. Gerne. Aus Karlsruhe. Nee, Karlsruhe, genau. Auf jeden Fall passt er in dieses Video wie die Faust aufs Auge und hier ist er und jetzt fangen wir auch direkt mit dem Video an. Wir fangen an mit dem ersten Bild, meine Freunde. Schau es dir an und sag den Leuten, wie du das Ganze findest. Okay, ich muss sagen, das Gucci-Shirt finde ich gerade ist geil. Ja. Aber dieser Hype mit dem Gucci, ob der lange anhält, weiß ich nicht. Gucci-Shirt selber ist geil. Ja, Cap ist auch okay so. Die Hose gar nicht meins. Mit der Leggings vor allem. Nee, die Leggings überhaupt gar nicht. Und die Gucci-Schuhe, das habe ich gerade eben sowieso erwähnt. Das ist ja dieser Gucci-Schuh auch mit diesem neuen Style. Ja, weißt Gucci du? Ace ist das. Okay, ich kenne namentlich der Schuh für mich nichts und die Hose auch nichts und die Cap da geht. Kurz gesagt, würdest du dich so klein oder nicht klein? Ich würde nur das Shirt an der anziehen. Du findest nur das Shirt hier an diesem ganzen. Ja, Ort. Aber ich muss ehrlich sagen, so wird nicht lange anhalten der Hype und sonst eigentlich nicht. Also du sagst, dieser Gucci-Hype, der wird irgendwann aufhören und dann wird jeder dieses T-Shirt zum Schlafen benutzen. Mit dem Aufdruck auf jeden Fall. Was ich überhaupt nicht feiere, ist einfach diese Kombination. Das ist ja keine Leggings-Version. Er trägt nur eine richtige Jogginghose und dann nochmal eine kurze Jogginghose darüber. Ich glaube, es liegt aber auch daran, wir beide sind so klein, breit, stabil. So, und wenn wir sowas tragen würden, so von dem her, jetzt unabhängig von anderen Leuten, manchen steht's, mir wird das nicht stehen. Also nee. So, nächste Bild hier. Bitte schön, schau es dir an. Okay, Bro. Off-White-Shirt. Geil. Ist auf jeden Fall. Würde ich sagen. Kenne ich aber auch gar nicht. Das Rot habe ich auch noch nie irgendwo gesehen. Also. Fake. Fake. Nee, also das Off-White-Shirt ist auf jeden Fall geil. Okay. Die kurze Hose. Ich bin so kein Fan von kurzen Jeanshosen, muss ich ehrlich sagen. Ich mag eher so diese Basketballhosen. NBA-Hosen. Genau, die NBA-Hosen finde ich geil. So, die Socken. Ich muss sagen, echt gar nicht mein Fall. Ich finde zwar diese Adidas-Socken geil. Ja, die sind so, schon zu lang. Genau, Krapsen so, hier, Alter. So Fußballstutzen. Ja. Ja. Immer, was sagst du? Ja. Schuhe. Klar, Zebas, gehen immer. Was ich aber an dem Outfit einfach nicht feiere, ist so, er lässt zu wenig Körperfreiheit. So, weißt du, was ich meine? So, alles ist zugedeckt und dann so ein Stück Knie. Genau. So, dann zieh doch die Socken ein bisschen runter. Genau. Und dann sieht das Ganze schon ganz anders aus. Ich glaube, von Off-White ist auch so gewollt, der Socke, ne? Ich habe die auch im Weiß, aber er trägt hier auch 2 verschiedene Socken. Ah, okay. Kennt ihr die ganzen Off-White-Pieces? Ist nicht so. Ich habe auch Off-White-Socken, die sind auch extrem lang, obwohl ich wirklich meine reguläre Größe da geholt habe. Die sind extrem lang, aber der Vorteil an denen ist einfach, wenn du das mit einer langen Hose trägst, dass du die Hose dann hochziehen kannst und dann. Ist die perfekt, weißt du, die Socken stehen oben, sieht geil aus. Ich finde einfach das beste Piece an dem ganzen Outfit ist einfach das Shirt und die Schuhe. Ja, ganz klar. Die Schuhe. Also das Shirt mit den Schuhen kann man auf jeden Fall geil kombinieren, gerade weil es dieser Weiß-Rot-Kontrast auf jeden Fall da ist. Was würdest du stattdessen anziehen? Was für eine Hose? Ich würde einen Jogger anziehen, die schwarze Jogger da drunter. Schwarz, ja. Die Calabasas Jogger, wenn man sie hat. Die hast du nicht, die hast du mir erst heute erklärt. Wir haben es gerade vor, Alter, das ist so krass, die Hose. Wenn einer weiß, wo man die Hose kaufen kann, melden. Original, bis zu 600 Euro, melden. Aber bitte nur in Größe M oder L, nicht XXXL. Und das nächste Bild ist hier. Ich muss sagen, krasse Jacke. Ja. Krasse Jacke, krasse Cap. Was, eine Gosha Rubczynski Hose, ne? Ich bin kein Fan von Gosha. Ja, ich find's geil, so die ganze Kollabos, mit Adidas so, finde ich geil. Die Schuhe halt wieder, hatten wir es ja vorher schon. Gucci Ace wieder. Ja, genau, ist das nicht so mein Fall. Ich mag allgemein so Gucci, Louis Schuhe. Zwar nice, aber nicht so meins. Mir steht das nicht persönlich. Handschuhe Supreme. Ja, verstehe ich auch nicht. Ja. Also wie gesagt, Jacke geil, Cap geil, Hose. Ich mag Gosha Rubczynski, aber die Hose finde ich jetzt nicht geil. Aber gibt geile. Gesamtpaket so? Geil. Was ist hier? Das ist Velom. Ah, okay. Gehört auch dazu, ja, keine Ahnung. Das ist ein Stoffbag, Digga. Das ist so, kennst du diese Öko? Jutebeutel. Jutebeutel, genau, Jutebeutel, Digga. Berlin. Jutebeutel in groß. Ja. Mit vom Velom. Kostet bestimmt dann auf einmal nochmal 800 Euro oder so, was weiß ich was. Nee, vom Gesamtbild geil. Bis auf die Schuhe und die Hose vielleicht. Sonst eigentlich finde ich geil. Ehrlich? Also ich finde die einzelnen Pieces eigentlich alle gut. Also die Icon Cap habe ich auch. Die Adidas Jacke sieht geil aus. Hat die was mit Babe zu tun? Ja, Adidas ist Babe. Ja, alles Babe. So, Jütebeutel, okay, unnötig. Kann ich auch ein ganz normales von, was weiß ich wohl. Die Gucci Ace feiere ich persönlich auch gar nicht. Weil, wie gesagt, sind so die kleinen Typen. Und dann sind diese Schuhe bei uns so wie Skate. Ja, genau. So, deswegen die Hose auch geil. Aber er hat einfach zu viel auf Kampf gemischt. Ich will mich da jetzt auch noch mal verbessern, jetzt wie du es gesagt hast. Ja. Im Gesamten, ja gut,
Aber als Einzelpiece ist Hammer. Ja, außer genau. Die Schuhe halt. So, die Handschuhe will ich auch weglassen. So, keine Ahnung, muss nicht sein. Aber ich denke mal, es ist einfach nur fürs Bild gemacht. Und wir machen auch direkt weiter mit dem nächsten Bild. Hier ein Bild. Gucci. Wie heißt die von Capital Bra nochmal? Ich trage nur noch Gucci. Gucci. Er hat sich auf jeden Fall fett inspirieren lassen von ihm. Alter, das ist alles Gucci alles, ne? Gucci komplett, glaube ich. Flair hat immer gesagt, Louis, wie alles, hier ist Gucci alles. Ja, ich würde das auch sagen, Shirt cool, Hose auch cool. Hose ist krass. Hose ist, ja, ist krass, aber im Gesamten würde ich es so nicht kombinieren. Was sind das auch Gucci? Alter? Ja, ja, auch Gucci. Okay, die geht, ja, klar, die sind krass. Jetzt, wo ich gerade hingezoomt habe, habe ich gemerkt, die sind krass. Die gibt es auch mit so Löwen und Bienen und verschiedenen Mustern drauf. Aber das ist auch wieder das, was ich vorher schon gesagt habe, mit den ganzen Mustern, ich glaube nicht, dass es lange anhalten wird, aber natürlich jetzt gerade ist voller Trend, auch der Socke hier. Auch Löwe oder Tiger, genau. Wie auch immer. Ist schon geil, aber ich würde es alles anders kombinieren. Die Socken würde ich gar nicht tragen. Die Hose ist geil, die Jogger ist auf jeden Fall richtig krass, aber für den Preis, ich denke mal, die kostet locker über 1000 Euro. Locker. 100%ig. Okay. Dann das gesamte Outfit wieder so, okay. Ich würde es wieder nicht so tragen, aber die einzelnen Pieces einfach wieder krass. Aber was ich jetzt gar nicht verstehe ist, wenn ich jetzt ranzoome, er trägt ein Balenciaga Armband. Ja, das halt wieder so. Ja. Warum? So, du hast schon hier alles von Gucci, so, dann bleib doch deinem Dings so treu. Genau. Dann geh über Gucci weiter, so, dann misch doch keine andere Marke rein. Ja, ja, genau. So, machen wir weiter mit dem letzten Bild, meine Freunde, und hier sind zwei Typen drauf. Hier kannst du gleich zwei Typen beurteilen, begutachten, sag deine Meinung. Ich fange bei dem linken an. Okay. State of Miami, Miami Cap. Kenne ich jetzt, ist das eine bestimmte Marke? Ich kenne die auch nicht, nee. Nie gesehen irgendwie. Zu dem Link kann ich gar nicht viel sagen. So, die Cap und das Shirt, okay, hat er irgendwie cool kombiniert. Meins wäre das nicht. Die Cap ist so eine richtige Base Cap, die gar kein Mensch mehr trägt. Ja, nicht Base Cap. Wie heißen die? Snapback. Ja, ja, genau. Snapbacks trägt sowieso keiner mehr. Sind richtig gar nicht mehr so ein Trend. Die Hose, weiß nicht, so ein Zipper unten. Yeah. Ist zwar nice, aber sagt mir jetzt auch nichts. Die Schuhe, Alter, was soll das sein hier? Das ist eine Sohle komplett so mit einem Bild drauf. Und ich glaub, so Hawaii-mäßig, ne? Ja, aber ich glaube, der ist noch nie in Kacke getreten oder so sauber wie die Sohle ist, Alter. Wie gesagt, der linke so ist nicht mein Fall, so ganz komisch. Auf jeden Fall eine Apple Watch, die ist geil. Der rechte, ich muss sagen, der Jordan. Geil. Geil. Das ist ein cooler Jordan. Ich hab jetzt, den habe ich auch, oder? Ja, so einen ähnlichen habe ich, ist nicht der. Ich glaube, das ist der ältere, ich habe den neuen. Geiler Schuh. Auch jetzt die neue Kollabo von Off-White, Jordan 1. Wenn ihr die Schuhe habt, dann meldet euch, nur bei mir nicht bei auf jeden Fall. Kommt auf die Größe an. Genau. Ne? Jordan Socken, ich meine so Jordans mit Jordan Socken. Geil. Geil. Gut gemacht. Geil. Und die Hose, ja, nicht so meins so. Auch nicht deins, genau. Wir haben eh den gleichen Geschmack, weißt du. Shirt schwarz geht immer basic. Kann man machen. Goldene Kette, so ein basic Shirt, okay. Auch geht immer geil, finde ich auch geil. Jetzt bin ich gespannt. Was so, du jetzt bist du gespannt. Meine Meinung zu der Maske. Wir müssen kurz reden. Okay, die Supreme Maske, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo der Trend da ist. Es geht einfach, glaube ich, einfach nur um das Bild, das man Supreme zeigt. So dieses, ich würde damit nicht rumlaufen. So, ist das ein Anglerhut? Nennt man das Anglerhut? Das ist Cowboyhut. Wie? Cowboyhut. Okay, ja, der Hut wäre jetzt auch nicht so, ich mag mehr so Caps. Ich mag auch keine Mesh-Caps oder ich mag jetzt so ganz normale. Und so dieser Hut wäre jetzt auch nicht für mich. Aber die Uhr hat auch was, so ist okay. Und dann noch die Handbewegung, die kannst du auch noch beurteilen. Okay, der will irgendjemand abknallen so. Unten bis oben, kurz gesagt, von unten 1, 2 gut. Hose okay, Oberteil okay. Und danach komplett Kopfbereich wieder weglassen. Und dann ist das Bild mir einfach ganz anders. Ja. Kurz gesagt, den linken verstehe ich gar nicht so. Was gar nicht, ich weiß nicht. Die Cap geht gar nicht, Shirt geht gar nicht, Schuh geht überhaupt nicht. Die Uhr ist geil so. Die Uhr, okay, ist geil. Apple Watch habe ich nicht. Rolex habe ich auch nicht. Die sind bestimmt in ihrem Film irgendwo in Hawaii leben die oder wo auch immer. Naja, hier in Berlin oder bei dir in Karlsruhe laufen die glaube ich auch nicht so rum. Oder allgemein in Deutschland sind die Leute nicht mehr so drauf, war so mit so Palmen. Na, ich sag mal so, in Deutschland laute Sachen sind schwer. Ja, ja, schwer. Stimmt, da hast du recht, weil Deutschland ist ein bisschen anders, die Leute, die Gesellschaft ist einfach anders, reagiert anders darauf. Auf jeden Fall Leute, das war's mit den ganzen Bildern. Folgt ihn auf Instagram, edit ihn auf Instagram. Schreibt in die Kommentare, wie ihr dieses Video fandet und schreibt auf jeden Fall, welches dieser ganzen Bilder ihr richtig krass fandet. Schreibt, wie ihr dieses Video fandet. Und in diesem Sinne, jetzt bin ich mal gespannt, wie gut du das kannst. 3, 2, 1, ciao. Gleichzeitig. Sehr geil.